Ja, weil die, weiß ich auch nicht, ich glaube, die blicken alle nicht, dass sie eigentlich, dass sie ein Jetpack dabei haben und vor den fremden Tieren auch vielleicht einfach mal wegfliegen können. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Runde Evolve Gefecht und an meiner Seite begrüße ich glücklicherweise wieder The Götzler. Vielen Dank für die schöne Ansage. Ja. Glücklicherweise ist natürlich. Nochmal wie die Sahne geht, auf dem Eis. Genau, das geht runter wie Butter, wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, heißt das nicht, das ist geschmiert wie Butter und es geht runter wie Öl oder irgendwie so? Aber ist auch egal, ne? Man weiß es nicht. Boah, jetzt weiß ich es voll gerade echt nicht. Ich bin auf jeden Fall der Medic oder die Medic, Val. Das osteuropäische Schnittchen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, manchmal bleiben mir die Wörter im Halse stecken. Gut, was machen wir denn Schönes? Was gibt's denn für einen Buff? 50% schneller wechseln oder Sprunghöhe? Ja, hier haben wir noch nicht alle Sterne, dann machen wir mal... Erhöhen wir mal die Wechselgeschwindigkeit unserer Waffe. Alle sind sie bereit. Der Götzler ist der Assault. Mhm. Ich bin der Medic. Das passt gut zusammen, finde ich. Ich mache ihn platt und du heilst mich. Genau so ist es. Ich halte ihren Arsch frei und du... stopfst das Vieh. Eigentlich ist es ganz entspannt, dass man bei dem Spiel jetzt dabei ist, wo es noch relativ neu ist, weil wenn dann später die stärkeren Monster dazukommen, ich meine auch sowas wie Kraken oder so, die dann fliegen können, ich meine, da gehört nochmal einiges mehr an Taktik dazu, die Viecher auch zu besiegen, ne? Und deswegen ist es eigentlich im Moment noch ganz entspannt, dass eigentlich fast alle Spieler nur den Goliath haben. Ja, mit Fliegen ist wieder richtig schwer, glaube ich. Ja, und das Vieh ist echt vor allem beim Flüchten halt, das Vieh fliegt halt einfach weg, das ist echt, ich durfte das in der Beta einmal kurz antesten, das ist schon echt komplett andere Taktik ist da nötig. Ja, vor allem, wie findet man es dann? Das kann man ja nur durch aufgeschreckte Vögel finden, oder? Ja, mal gut, mit dem Sensor sicherlich auch, mal gut, der muss ja auch mal auf dem Boden und Viecher fressen, ne? Klar, nichts ist besser als frisch gekochtes, um den Kann man da dauerhaft fliegen? Loszuwerden. Nee, nicht dauerhaft, aber ich sag mal, den halben Level durchfliegst du locker. Also es ist im Endeffekt genauso wie das Springen. Du hast ja für dreimal Springen hast du Energie und bei dem hat er halt, er fliegt halt hoch und er gleitet halt mehr. So ist mehr ein Gleiten als ein Fliegen, aber kann dann halt im Gleiten dann dreimal sich so einen Schub geben und damit locker den halben Level überfliegen. Da bin ich mal. Ich hab mich nach der medizinischen Bewertung gefragt. Gewitter. Oh, rechts Vögel. So, wie war das? Erstmal mit der Sniper markieren. Dann mit dem Betäubungsgewehr verlangsamen. Und euch dann mit der Halbpistole den Arsch frei halten. Ja, weil die, weiß ich auch nicht, ich glaube, die blicken alle nicht, dass sie eigentlich, dass sie ein Jetpack dabei haben und vor den fremden Tieren auch vielleicht einfach mal wegfliegen können. Heil den mal bitte, McWife, diesen Crispy 2009. Weißt du eigentlich, wie weit ich weg bin? Ach, da. Immer. Aber du hast natürlich recht, ne? Ja, jetzt erwischt mich natürlich dieses Vieh hier, ne? Jetzt habe ich natürlich die Fährte wegen dieser Leichtsinnigkeit die Fährte verloren. Nein! Es kann nicht wahr sein. Wieder eine Pflanze? Ja. Geil, aber ich kann mein Schild machen, als es soll, dann trifft die mich nicht. Die Vögel wissen, was läuft. Sehen wir uns das mal an. Mach's kaputt? Schild ist weg! Jawohl. Das ist natürlich geil, dass ich mein Schild noch einsetzen kann. Ach so, ja stimmt, das ist echt cool. Mann, jetzt haben wir ihm echt so einen riesen Vorsprung gegeben, das ärgert mich jetzt echt ein bisschen, das war jetzt nicht nötig. Uäh, da ist was Großes. Einfach vorbei. Ja,
Der frisst sich hier in aller Ruhe den Magen voll. Was ist denn da schon wieder einer fast down, ey? Auf Sterling haben wir davon geträumt, so ein Ding zu kaufen. Zu teuer. Mann, ey, noch nicht einmal das Vieh gesehen und... Aber ich würde lieber eine Kolonie auf einer Welt gründen, wo das Wetter uns nicht... Super gemacht. Da oben ist er irgendwo... Nee, Blödsinn, das sind die Vögel. Also im Moment haben wir keine Ahnung, wo er ist, oder? Ja, weil unser Trapper halt wieder nicht gescheit arbeitet. Tja. Völlig verpeilt. Keiner weiß, wo das Vieh ist. Ah, Daisy läuft. Na, wir haben doch Daisy dabei. Es kann doch nicht so schwierig sein, ey. Ja, aber der Trapper muss Daisy ja auch zur Spur lenken. Ja, stimmt natürlich. Oh, hier ist er. Fuck. Alter, was geht denn? Sehr gut, Trapper. Sehr gut. Sehr gut. Fuck, Mann, jawohl. Ich bin am Boden. Medic ist am Boden. Medic down. Medic down. Ja. Ja, erledigt mich jetzt. Ich brauche Hilfe und zwar sowas von. Und das war's mit dem Medic. Auf Wiedersehen. 2 Minuten. Wow, wow. Jetzt geht er voll auf den Assault. Tja, wäre eigentlich eine machbare Aufgabe gewesen, ne? Aber... Ich... Sag mal, was macht denn... Das kann echt nicht wahr sein. Was macht denn der Support? Gut, der hat fast keine Energie mehr, okay. Aber der ist ja sowas von meilenweit weg, ne? Crispy 2009. Ist das eigentlich das Geburtsjahr 2009? Das kann nicht sein, ne? Seid still. Obwohl, sie Jungs, der hat mich gleich so verpeilt. Jungs, der hat mich gleich. Ja, Crispy läuft hier irgendwie spazieren. Vielleicht ist 2009 doch das Geburtsjahr. 5 Jahre alt, könnte zum Spielstil passen. Jetzt hat er mich. Und der Biber-Butzemann 0815 hat uns fest im Griff. Und ganz ehrlich, ich folge hier gerade den einzigsten noch lebenden Jäger, Crispy. Und der, weißt du, was der macht? Siehst du das auch? Vielleicht mal heilen, bevor ich... Das ist ja nur noch einer am Leben. Der Typ läuft auf die andere Seite der Karte. Der ist komplett auf der anderen Seite der Karte. Ja, ist der bescheuert, Alter. Nee, gut. Ich meine, man muss immer ein bisschen aufpassen mit diesem Noob-Gelaber und so weiter. Ich meine, wir sind alle Noobs, das Spiel ist nagelneu. Aber manche Leute sind ja dermaßen verpeilt, der hat keine Ahnung, was er hier macht. Der läuft hier einfach spazieren, läuft irgendwo rum, guckt sich ein bisschen die Natur an. Der, wenn mir geholfen hätte, dann wäre der jetzt down, der hätte mir nur das Schild geben müssen. Gut, vielleicht wartet er auch einfach... Gut, der ist selber fast im Arsch. Vielleicht hat er jetzt auch einfach gewartet, dass wir halt jetzt wieder ins Spiel reinkommen. Ich will ja mal nicht ganz so böse sein. Ja, das Problem ist, dass er Stufe 2 ist, manchmal. Ja. Jetzt wird er natürlich ganz locker auf Stufe 3 kommen. Ja, und vor allem hat er sein komplettes Schild wieder. Oh, er ist bei uns am Trapper. Er ist bei uns schon auf die Vorder. Das Monster hat ja auch den Spürsinn. Das heißt, das Monster kann ohne Probleme die Jäger aufspüren. Hoch mit dir. So, Jungs, jetzt sind wir wieder zu viert. Jetzt aber mal Konzentration. Get the beast. Hab ihn. Seh ihn. Feuer auf den Schwachpunkt. Hab ihn markiert. Nehme das Betäubungsgewehr. Ja, ich sehe die Markierung nicht. Ich hab ihn direkt vor mir. Ich bin direkt hinter ihm, also wenn der sich umdreht. Yeah! Guter Mann.
Wo ist er denn? Da oben, auf dem Felsen, hier oben. Da, irgendwo hier. Da hinten läuft er doch. Ja, ist so schön. Ich weiß, der Einzige, der sich um den armen Kerl da gekümmert hat, und ich werde natürlich jetzt hier auch noch. Maddie! Ich komme. Fuck. Maddie, du bist nicht im Sichtfeld. Du bist nicht im Sichtfeld, verdammt. Hab dich. Oh, bitte. Nein. Heil mich. Daisy ist da. Er hat mich. Er ist gleich down. Jawoll. Sehr gut. Ich habe ihn erwischt. Guter Job. Mann. Das gerät dann aber auch immer oder artet in Hektik und Stress aus. Kommst du jetzt eigentlich ein bisschen besser mit der Steuerung klar, nachdem du es ein bisschen feiner justiert hast? Ja, auf jeden Fall. Gib mir auch so, ich überlege auch gerade, ob ich das noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen höher mache. Das hat viel geholfen. Und ich sehe auch immer hier, da man ja für jede einzelne Waffe Erfahrungspunkte bekommt, muss man echt gucken, dass man die Waffen auch immer schön durchwechselt und einigermaßen regelmäßig benutzt, ne? Also ich schieße immer eine leer und dann wechsle ich halt auf die andere, das geht schon. Ja gut, als Assault ist ja kein Thema, aber ich meine, so als Medic musst du ja in erster Linie heilen, deswegen machst du ja fast alles eigentlich mit der Heilpistole, ne? Ja, du musst halt immer darauf achten, wie die Energie von den anderen ist. Das stimmt natürlich. Also, dass wir den jetzt trotzdem noch gekriegt haben, das war jetzt echt gar keine so schlechte Leistung, ne? Weil der hatte echt einen ordentlichen Vorsprung, relativ schnell Stufe 2. Ja, wir hatten einen guten Assault dabei. Ich verstehe. Und natürlich den Medic nicht zu vergessen, ne? Ja, essentiell wichtig, der Medic, wenn mir nicht am Ende noch Energie gegeben hätte, hätte ich ihn nicht gekriegt. Der Medic hat dir am Ende noch Energie gegeben, du hättest uns gar nicht so lange überlebt. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ach so. Danke fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wollt ihr weitere Videos zu Evolve sehen, kann ich euch die beiden hier verlinkten Playlists empfehlen. Einmal die ganzen Let's Plays mit allen Monstern, mit allen Jägern und so weiter. Und einmal die Tutorials, sowohl aus dem Spiel, als auch dann bestimmt mal das ein oder andere Tutorial von mir. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite und wollt ihr mehr von mir sehen, dann seid doch so nett und abonniert einfach meinen Kanal. Da kommt nämlich noch einiges mehr. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.